Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver in der Random Nuzlocke Edition, sozusagen. Ich habe vergessen, gerade mein Mikrofon hinzustellen, deswegen wundert euch nicht, dass ihr mich am Anfang nicht gehört habt, weil ich nichts gesagt habe. Wir werden heute gegen ein paar Pokémon-Trainer antreten. Ich habe ein bisschen die Farbe im Spiel verändert, einfach nur um zu gucken, ob es damit besser läuft. Mal gucken. Sieht alles so ein bisschen bunter aus, ne? So, wir haben immer noch Runsey am Start, der sozusagen nichts drauf hat. Jetzt muss ich überlegen, wir werden nochmal gegen eine Handvoll Käfer-Pokémon antreten, das weiß ich noch. Das heißt, wir werden erstmal Keks mal ein bisschen aufleveln, indem wir ihn gegen das Ratzfratz kämpfen lassen. Das kriegt er hin. Irgendwie habe ich jedes Mal das Gefühl, dass meine Cam sich pro Folge verändert, weil ich habe jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, ganz komische Krissel. Was ist denn los? Da, egal. So, was soll Kixmann tun? Er soll jemanden töten. Töten! Nicht besiegen, töten! Das ist ein Ding, was ich bei Pokémon halt ein bisschen seltsam finde, dass man Gegner nicht tötet, sondern man besiegt sie einfach und dann freuen die sich ihres Lebens, keine Ahnung. Wobei der eine Junge, den wir jetzt hier besiegen, wird etwas sagen, was ich nie wirklich verstanden habe. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht spielt er auch eine Nuzlocke wie wir. Man weiß es nicht. Wir haben übrigens Superschall gelernt. Das hätten wir auch gerne früher lernen können, als wir gegen die ganzen Legendären gekämpft haben. Was, Telefonnummer, was willst du? Nein, sorry, bin ich schwul, tut mir leid. Beim nächsten Mal vielleicht. Also ich bin nicht beim nächsten Mal schwul, sondern der Nächste, den er trifft vielleicht. So wollte ich das glauben. Da kommt schon der nächste Trainer. Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Liefern wir uns einen Kampf. Genau so sieht's aus. Doch, wie erkennt man einen Pokémon-Trainer? Gut, abgesehen davon, dass mich ein Pokémon verfolgt. Wie erkennt man bitte sehr einen Pokémon-Trainer? Seine Bälle hat er ja nicht immer am Gürtel, so wie Ash. Ash ist halt so ein Angeber, weißt du? Der hat seine Orden hier in seinem komischen Hemd drinne. Der trägt seine Pokebälle am Gürtel. Das ist einfach nur ein Angeber. Ash ist ein Angeber. Ups. Ach, das ist sowieso ein Level 2 Taubsi, ganz ehrlich. Was will das machen? Guckt's euch an. Selbst Runsey macht ihn fertig. Ein Schaden. Ja, gut. Runsey, das war nicht gut. Wir versuchen Schaden zu vermeiden, Runsey. Das bedeutet, du sollst jemanden treffen. Wenn es in einem Ernstfall vorkommt, dass wir gegen einen legendären kämpfen, wir sind alle halb tot. Dann haben wir ein Problem, wenn du da nicht triffst. Ja, Runsey, 8 Leben hast du noch. Das ist nicht wirklich viel. 22 EP. Teenager Dietrich. Der Teenager Dietrich wird womöglich eine etwas anstrengende Jugend gehabt haben. Oder eine anstrengende Jugend. Weil Kinder gemein sein können. Aber mach dir nichts aus, Dietrich. Denn man muss wissen, mit diesem Namen, da machst du jede Frau klar. Ist ja logisch. Du musst sie ja nicht mehr irgendwie daten oder so. Du knackst sie einfach. So macht man das im Leben. So, Aquanare. Ja, komm, komm, komm. So habe ich das früher übrigens immer genannt. Die Aquanare habe ich immer damals gesagt, als ich klein war. Frag mich nicht, warum. Ich habe das K einfach gekonnt übersehen. Bitte töte ihn nicht. Bitte töte ihn nicht. Zwei Volltreffer hintereinander. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das ist... Nein! Wo ist das? Es tut mir leid, Mr. Superkeks. Ich konnte nicht ahnen, dass er zwei Volltreffer hintereinander landet. Scheiße. Es tut mir so leid. Es war nicht geplant.
Ihr seht, wie schnell das gehen kann. Man achtet nicht drauf, man ist gerade mitten im Reden. Und man denkt sich, jo, einen steckt da locker noch weg und dann ist er tot. Gegen ein Vierer Ratzfratz. Es tut mir leid, super Kekses. Es tut mir leid. Scheiße! Ich habe eigentlich gedacht, der erste Tod ist ein bisschen epischer gegen einen legendären. Aber anscheinend verlieren wir gegen einen Ratzfratz. Ah nein! Und oh nein! Mein einziges Wasser-Pokémon ist verreckt. Oh Gott, nein! Oh nein! Scheiße. Ja gut, wir müssen uns darum kümmern, dass wir Ersatz kriegen. Scheiße, Mann. Scheiße. Es tut mir leid. Ich habe voll viele Wissensbisse. Mr. Superkeks. Du bist einer meiner längsten Abonnenten und ich habe dich einfach verloren. Sorry. Naja. Dann losen wir einen anderen aus. Was soll ich sagen? Dumm gelaufen. Okay, und der nächste im Team wird sein der Wursti. Wursti, wir gucken mal, was du wirst. Wir müssen jetzt zurücklaufen. Wir müssen zurücklaufen, unser Pokémon ist tot. Entweder vorwärts laufen oder zurücklaufen. Und zurücklaufen ist hier die beste Alternative, weil noch so viele Pokémon-Trainer vor uns sind. Mist. Nein! Nein, da kommt die Rache! Fuck! Oh nein, wir haben nicht mal mehr ein Flug-Pokémon! Das ist nicht dein Ernst, Schicksal! Kannst du bitte jemand anderen ficken und nicht mich? Nein! Ein Illumisee. Wir haben einfach ein Illumisee. Wir treffen die ganze Zeit so eine Awesome-Pokémon, die alles wegklatschen, was denen in den Weg kommt. Und was kriegen wir? Ein Illumisee. Libelle. Sein süßer Duft leitet Volbeat an, über 200 verschiedene Lichtmuster an den Nachthimmel zu malen. Es ist ein trauriger Tag. Es ist einfach ein trauriger Tag. Wir haben ein starkes Pokémon gegen ein schwaches eingetauscht. Nein. Nein. Scheiße. Ach Gott. Freunde. Wird nichts. Aha. Und somit landet das erste Pokémon auf dem Friedhof. Nicht Pokémon ablegen. Nein! Lass mich! Ich. Leid. Scheiße. Zwei Volltreffer. Wer glaubt denn an sowas? So viel Glück hat keine Sau. Also so ein scheiß Radfratz. Hastig. Kann Treffer gut ab. Kann Treffer gut ab, weißt du, aber eine schlechte Verteidigung haben. Zumindest schnell ist er. Spezialangriff ist hoch und sie beherrscht einfach Tekel. Gott, nein. Was habe ich getan? Was ist das jetzt schon wieder? Wieso bin ich schwarz?
alles hätte kommen können. Alles. Und was kommt? Ein Illumisee. Wusste, das ist nicht gut. Das hast du nicht gut gemacht. Gut, ich gebe zu, es ist zum Teil meine Schuld. Warum? Warum ist der nicht gekommen? Heilige Scheiße! Irgendwas auf dieser Welt muss mich hassen. Irgendwas muss mich einfach hassen. Ich kann euch nicht sagen, wer oder was. Aber wieso ist er nicht gekommen? Wursti, wärst du nicht lieber ein Tannhell gewesen? Jeder wäre gerne ein Tannhell. Ich kenne keinen, der sagt, ich wäre nicht gerne ein Tannhell. Es ist eins der fucking stärksten Pokémon, die es gibt. Und wir bekommen es nicht. Wir mussten es töten. Mit Illumisee ein paar EP bekommt. Naja. Damit müssen wir wohl jetzt leben, Leute. Wir müssen jetzt damit leben, dass wir Keksmann nie wiedersehen. Ich hätte, selbst ihn hätte ich genommen. Der ist auch cool. Ich mag rote Pokémon. Ich mag rot-weiße Pokémon. Kannst du irgendwas gegen den ausrichten? Wenn die jetzt stirbt, ne? Dann lache ich aber. Ach, die hat so viel Verteidigung. Geschenk! Oh, cool. Mehr beherrscht er wahrscheinlich noch gar nicht. Ja, er beherrscht nur Geschenk. Ah, das halten wir durch. Das halten wir durch, Freunde. Illumisee muss jetzt aufsteigen. Dann heil mich bitte. Danke. So wollte ich das sehen. So wollte ich das sehen, Freunde. Ich hasse Karma, Freunde. Ha! Und Karma liebt mich. Na komm. Heil mich nochmal. Ach, Dreck. So wenig Schaden? Ja gut, das war ein seltsamer Kampf, aber wir sind Level 5. Jetzt haben wir noch so ein scheiß Insekt-Pokémon, ne? Naja, zumindest Level 6. Wir haben schon mal das Level erreicht, was wir verloren haben. Ein Raichu. Ein Raichu. Naja, wir haben ja schon Blitz-Pokémon, ne? Okay, wo ist die? Ich darf hier aber nicht einsetzen. Wer weiß, ob der Donnerschock kann. Wenn der Donnerschock kann, dann kann ich dich aber richtig abschmieren. Dann kann ich nochmal zurücklaufen. Das will ich nicht. Was habe ich denn gegen einen Raichu? Rico, ne? Rico. Ich könnte auch Big Bronx einsetzen. Donnerschock. Ha! Ja, wer hat's gewusst? Der Zero, Alter, der Zero hat's gewusst. Er wusste nur nicht, dass der Keksmann stirbt. Gut, Elektro-Pokémon haben keine Chance gegen meinen Rico. Sollte man sich merken. Sehr wichtig, falls wir irgendwas Legendäres, Elektromäßiges sehen. Und mit Tackle kommen wir auch nicht. Verlaufen. Ich hab mich verlaufen. So habe ich mich verlaufen. Und ich vergesse jedes Mal, dass wir die B-Taste haben. So. Ich ärgere mich so, dass ich da nicht aufgepasst habe. Dass ich nicht hervorsehen konnte, dass vielleicht zweimal ein Volltreffer kommt. Ihr merkt schon, das nimmt mich gerade richtig mit. Das nimmt mich richtig mit, dass er tot ist. Er war halt ein starkes Pokémon. Es war mein einziges Wasser-Pokémon, was ich hatte. Die Hoffnung auf Surfer war das. Das war die Hoffnung auf Surfer, die wir hatten. Und was haben wir jetzt? Wursti. Nichts gegen dich, Wursti, aber... Du weißt, was ich meine. Es ist nichts gegen dich, es ist gegen Illumisee. Ich mag Illumisee nicht, weil ich mag keine Käfer-Pokémon. Doch, ein paar Käfer-Pokémon mag ich, aber kein Illumisee. Weil die hat keine Entwicklung. Ich mag allgemein keine Pokémon, die keine Entwicklung haben. Außer die legendären natürlich. Naja, dafür ist Wursti jetzt schon Level 7. Und so schnell ändert sich
Übrigens, mein Open Broadcast ist zu. Nicht gut. Ach, da hinten ist es. Alles gut. Ja gut, dann haben wir heute leider nicht viel geschafft, außer dass wir natürlich das Pokémon gewechselt haben. Was ja eigentlich schon ein bisschen was ist. Das war bestimmt, weil ich die Farbe geändert habe, ne? Die Farbe hat einfach verursacht, dass die einen kritischen machen. Vielleicht machen die jetzt immer wieder einen kritischen. Wir haben überhaupt keine Chance. Ich hab's bis zur vierten Folge durchgehalten. Zur vierten Folge. Ich habe Legendäre platt gemacht. Ich habe einen Darkrai platt gemacht. Ich habe Glurak zuvor platt gemacht. Die eindeutig stärker waren als mein ganzes Team. Volltreffer. Leck mich mit deinen Volltreffern. Ich will keine Volltreffer mehr sehen. Außer meine eigenen natürlich. Die akzeptiere ich noch. Mich ärgert, dass es kein Wasser-Pokémon ist. Jetzt ruht doch noch Mudders an. Mudders, was willst du? Hallo, Zero. Ich habe von Professor Lind gehört, dass du auf eine lange Reise gehst. Ich hätte es zuerst schon gerne von dir gehört. Was ist mit Geld? Soll ich für dich sparen? Nein, kannst du knicken. Brauche ich nicht. Ja. Tut, tut. Hast du nicht gesehen. Tschüss. Habe ich mich wieder verlaufen? Nein. Tentoxa ist ein Gift- und Psycho-Pokémon. Oder Gift und Wasser. Psycho-Attacken kannst du aber auch. Ja, Rico, ne? Rico kann das meistern. Rico, du bist schon eine geile Nummer. Was würde ich ohne dich tun? Ganz ehrlich. Hätten wir diese beiden Start-Pokémon nicht bekommen, wir wären alle schon längst verreckt. Komm schon, mach es kaputt. Nein! Rico! Wie kannst du nur? Das Einzige, was er kann, ist Superschall und Umklammerung. Es ist so nervig. Geht doch. Komm, mach's einfach kaputt. Dann ist es nicht mehr kaputt. Giftstarre! Wenn du mich jetzt noch vergiftest, ne, ich hasse dich. Danke. Gift ist eins der schrecklichsten Dinge, die uns tatsächlich zustoßen können. Wenn jedes Pokémon vergiftet ist von mir, dann war's das. So, sehr schön. Tentoxa ist tot. Wursti erreicht Level 8. Vielleicht eine neue Fähigkeit? Nein? Schon nicht. Ich wusste, die ist Level 8 und kann noch nicht. Ein Bidifas. Ich bin froh, dass wir diesen Spacko nicht bekommen haben. Ich hasse ihn. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es wirklich nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Holy shit. Vielleicht deswegen. Vielleicht deswegen. Ich hab nur Tackle. Und was hat er? Euler. Jetzt setzt auch selber Tackle ein. Jetzt ist Wursti tot. Das wär's gewesen. Das wär's gewesen, Freunde. Ich werde mich jetzt noch die ganze Woche darüber beschweren, dass das Keksmann tot ist. Mein erster Toter. Hier haben wir eine Höhle. Das ist eine Dunkelhöhle. Das heißt, da brauchen wir Blitz, um weiterzukommen. Können wir gerne mal reingucken. Bitte? Wieso wird auf mich gezielt? Okay. Hier ist ein Heckenschütze, ich hau ab. Wann ist da ein Heckenschütze? Seit wann kann ich die Ränder sehen? Zero hat Trankgewunden. Das heißt, wir haben jetzt mehr Tränke, als wir mitnehmen dürfen. Das heißt, wir müssen einiges verkaufen. Wir dürfen nämlich nur 5 Tränke mitnehmen. Wir werden auch maximal nur 5 Tränke benutzen. Und soweit ich mich erinnere, war hier ein Pokéball drin. Haben wir wenigstens den Pokéball wiederbekommen, den wir verloren haben. Das hier, meine lieben Freunde, ist der nervigste Trainer, den ihr jemals gesehen habt. Er hat 4 Pokémon und alle sind unterlevelt. Wer macht sowas? Und das Schöne ist, ich erinnere mich noch,
Ich habe den Typen gehasst, damals. Der hat einen Hornlio, den setzt er meistens als zweite sein, nur um dein Pokémon zu vergiften. Und dann kommen nämlich die schwachen Kleinen, die das Ganze hinauszögern, bis dein Pokémon einfach fast tot ist. Durch Gift. Das ist so eine elende Taktik. Ich meine, die bringt nichts. Aber normalerweise hat man hier erst ein Pokémon, weil man im Leben nicht daran denkt, hier noch ein anderes Pokémon zu fangen. Jetzt setzt der Raupi ein. Was ist das für eine billige Taktik? Damals hast du mich fertig gemacht und jetzt denkst du dir einfach mal, ja, setz ich einfach zuerst meine Raupis ein und dann mein Hornio. So, boom. Weg mit dir. Damit wusste ich tatsächlich unser erstes Level 10 Pokémon. Ah, ich glaube, sein Level kriegen wir nicht hin. Es sei denn, wir treffen gleich ein legendäres und den macht Wurst die alleine fertig. Man kann ja wenigstens Wunschdenken haben, ne? Ja, vergift ihn. Komm, vergift ihn. Ich weiß es doch. Ich hab Glück. Diesmal habe ich Glück, Freunde. Na gut, dann haben wir diese Folge echt ein paar wieder geschafft. Ich bin echt stolz auf mich. Wo es dir lernt. Charme. Wow, das brauche ich so dringend. Noch ein Raupi. Und der hat nur 4 Pokémon, Freunde. Der Kampf dauert jetzt 4 Minuten. Der hat 4 Pokémon. Das Einzige, was ich mache, ist Tackle. Ja, ja, ich bin schon so langsam. Das bringt auch nichts mehr, ey. Es müsste eigentlich möglich sein. Das müssten die mal einführen. Dass man ein Pokémon so stark verlangsamen kann, dass man zweimal hintereinander angreifen kann. Das wäre OP. Ich glaube, dann würden auch viel mehr Leute Verlangsamungseffekte mitnehmen. Weil so macht das ja keine Sau. Was, warum? Wozu? Ich will nicht deine Nummer. Hau ab, Alter. Du bist der nervigste Trainer, den ich je gesehen habe. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Nein, ich überleg's mir nicht anders. Verzieh dich, Alter. Hier war doch was versteckt, oder? Hätte ich schwören können. So, da haben wir anscheinend Superman. Ne, das ist eine Brille. Weil Superman trägt auch eine Brille. Ich habe in der Dunkelhöhle ein tolles Pokémon gefangen. Ich werde es zum Trainieren und bla bla, Falk. Genau, Falk war der Arenaleiter. Flug-Pokémon hat er. Und wir brauchen eigentlich Donnerattacken. Oh. Oh, Zero, du bist echt schnell. Du hast mich in Windeseile überholt. In Ordnung, Zero, dafür bekommst du jetzt was von mir. Hier. Zero erhält Kampfkamera, die wir nie benutzen werden. Zero verstaut die Kampfkamera. Diese Kampfkamera ermöglicht es dir, den Verlauf von Pokémon-Kämpfen zu dokumentieren. So, ich gehe jetzt mal weiter. Nochmal überholst du mich nicht. Auf geht's, Meryl. Ja, hau ab, Troller. Niemand mag dich. Niemand. Oder mag einer von euch die Troller? Glaube nicht. So, wir sind in... Irgendwas ist hier verbuggt.